Linkin Park verfahren wird. Wir sehen hier die Bandmitglieder auf der Bühne, aber sie spielen nicht. Wahrscheinlich müssen die Sicherheitskräfte erstmal gucken, ob das die Sicherheit überhaupt noch gewährleistet ist in Tokio. Wobei es jetzt, wenn man das Publikum anschaut, sieht es ruhig aus. Die haben sich wohl wieder einigermaßen beruhigt. Wer ist Linkin Park? Das ist eine Band, die in Los Angeles gegründet wurde, 1996. Die werden dem Crossover oder New Metal zugerechnet. Und Linkin Park ist auch ganz interessant. Heißt eigentlich ursprünglich Linkin Park. Und weil es davon so viele in den USA gibt und sie eine eigene Homepage haben wollten, haben sie sich einfach Linkin Park, also auf IN hinten, abgekürzt und haben den Namen sozusagen geändert. Und Linkin Park ist natürlich einer der Höhepunkte in Tokio. Darauf haben viele Hunderte, Tausende Fans gewartet. Und als sie dann gehört haben, jetzt kommt Linkin Park auf die Bühne, da ist es wohl dazu gekommen, dass eben viele, viele Fans nach vorne gedrängt haben. Aber es scheint weiterzugehen in Tokio. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. どうか皆さんご協力をお願いします。じゃあセキュリティいいですね。セキュリティはい、OK。じゃあセキュリティについてください。再開しますよ。お客様本当にご協力お願いします。まだまだたくさんの曲を予定しております。まだ2曲しか演奏してませんので、どうかご協力お願いします。From Mr. Han. Negativity, 'cause I can't justify the way everyone is looking at me. Nothing to lose. Nothing to say.